Willkommen zurück zu Yoshi's Island im Level Rock'n'Roll. Ein schöner Level, ein guter Starterlevel, nachdem wir im letzten Part Big Puschels Festung bewältigt haben. Verdammt! Warum hab ich das nicht hinbekommen? Wo ist der Panzer hin? Da ist er doch. So, Panzer verfolgen. Und dann gibt's ein extra Leben. Aber das war nur nebensächlich. Der Hauptbestandteil dieses Levels besteht daraus, diesem Stein dabei zu verhelfen. Wir haben ihn hier geparkt, ja, unfreiwillig. Mehr oder weniger. Ich muss ein bisschen auf Secrets achten. Befindet sich vielleicht sogar eine rote Münze unter diesem... Nein. Okay. So. Aber hier ist bestimmt etwas ganz tief verborgen. Wir sollten jedenfalls auf Nummer sicher gehen. An jeder Ecke kann etwas lauern. Na gut. Los geht's. Oh la la. Gut. Und tschüss, Mann! Man muss auch immer mal ein bisschen denken, bevor man agiert. Zum Beispiel hier jetzt gleich gibt es so eine Stelle. Da muss man... Ja, das ist natürlich... ja, gut. Für jemand, der ein bisschen Hirn hat, ersichtlich, aber dennoch ist klar, ne? Sollen ihn so weit mitnehmen, wie es geht, und hier ist ein Loch, wo er nicht mehr rauskommt. Also, was werden wir tun? Vorher so, bevor man blöd agiert. Okay, ich muss zugeben, als Kind bin ich beim ersten Mal drauf reingefallen. So. Das öffnet neue Möglichkeiten. Öffnet die Herzchen und Höschen. Ja, schätze, hier ist nichts weiter. Lass mal runtergehen. Hey, hallo. Ich wüsste nicht, was hier noch sein könnte. Ah, was ist denn? Was ich denn das? Wartest du mal kurz? Danke. Da ist eine rote Münze. Ich würde mich mal interessieren, was da oben sich versteckt. Aha! Das war ja sehr geheimnisvoll. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass der Stein verschwindet, aber es tut er nicht. Kennt man ja von den alten Spielen, da verschwindet. Wenn man sich zu weit wegbegibt, ist schnell mal so eine Kleinigkeit, ne? Ich hoffe, dass wir bis dato alles haben. Wie viel haben wir denn? Nicht viel, du, nicht viel. 5 rote Münzen sind nicht viel. Oh nein! Er wird immer hier bleiben, der Fels. Oh, tschüss, Mann. Beeindruckende Tannen im Hintergrund, muss ich schon sagen. Oh, warte mal, ob hier nicht... warte mal, ob hier nicht irgendwie... Ja, man kann nicht wieder zurückrollen. Zuallererst will ich mal schauen. Okay, geht nicht. Oh. Dass wir da durch müssen, ist ja wohl klar. Kommst du bitte wieder so? So, guck mal. Stellt sich jetzt mal genau hier hin. So. So. War doch gar nicht so schlimm. Nee. Und wieder zurück. Zurück! Nochmal Sau. Gleich kommt Elvis. Ah ja, und da müssen wir besonders gut. Ich hoffe einfach mal, dass da vorne keine Münzen sind. Also in diesen Pfählen. Das ist ganz klar, wir müssen den Stein hier rüberrollen. Und sobald wir den Schalter betätigt haben, tauchen die roten Blöcke auf. Und dann muss der Weg stehen, weil das Ganze natürlich wie immer auf Zeit. So passt das. Da dürfen keine roten Münzen drunter sein. So, beeilst du dich bitte? Die andere Richtung wäre ganz nice, ne? So, gut. Müssen wir den Stein aber jetzt zurücklassen. Ja.
Scheiß Ding! Hier ist nichts. Wie sieht's denn jetzt? Oh, das ist gerade mal die Hälfte an Münzen, ey. Heiliger Schwan, dabei kommt nicht mehr viel. Dabei kommt doch ja nicht mehr viel. Komm! Du nervst. Okay. Ich will jetzt rote Münzen bis zum Abwinken haben. Und die eine oder andere Blume. Hier sind schon recht viele rote Münzen irgendwie. Warte mal. Es fehlt nur noch, okay, eine Blume und 7 rote. Machbar. Ich mach mir immer so ins Hemd, dabei klappt's irgendwie meistens. Mal schauen, ob hier oben irgendwas ist, außer ein Shy Guy Brutstation. Die Brut vermehrt sich. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Geht baden. Hoch da! Okay, sieht gut aus. Und das Ende der Rock'n'Roll-Stein ist besiegelt, aber wenn wir die Treppe hier erschaffen, dann können wir nicht mehr hier rein. Und da haben wir den Schwabbel. Die Knetmasse. Tschüss, Mann! Hm, okay. Um da ganz nach links zu kommen, können wir ihn von rechts schieben oder aber wir machen einfach so. Cool, wir haben alles. Und die Blume? Die Blume? Irgendwie? Okay, da gibt's noch was. Da ist die Blume. Achso. Ich verstehe. Zuallererst mal du. Pass mal auf. Geht schon, geht schon. Die Sterne vielleicht? Na gut. Ich sollte froh sein, überhaupt etwas zu haben. Das war der Rock'n'Roll-Level. Ich muss noch drauf achten, ob ich alle Sternchen habe. Da fehlen leider. Leider fehlen. Yay. Da hätte ich mich jetzt grün und blau geärgert, wenn der Cooper mich getroffen hätte und ich dann im Ziel gelandet wäre. Mit 99 Punkten. Das ist das Ende von Rock'n'Roll. Ja, das ist ein netter Level. Finde ich auch gut, wenn die nicht so... ja, arschig sind. Und überall rote Münzen unter den Pfählen verstecken und so Sachen. Nicht immer. Ich glaube, ich bin ein bisschen voreingenommen von Kaizo Mario. Ich erwarte immer das Negativste. Krabbenküste ist wieder ein total normaler, blöder Strand-Schlamm-Level, wie wir schon tausendmal hatten. Naja, führt kein Weg dran vorbei, nicht wahr? Komm mal her. Ach Mensch, Yoshi. Mensch, mein Gott, wie bleibt denn der da unten? So? Nee. Aber wir müssen noch da dran vorbei, das sieht man doch hier mit geschlossenem Auge. Hauruck! Aha. So, jetzt gemacht. Haben wir hier noch was Bahnbrechendes? Oder war das bislang alles eine rote Münze? Ja, bahnbrechend bist du zwar nicht, aber ich nehme dich trotzdem mal mit. Jo, ein paar Sterne für die Quote. Gut. Acht an der Zahl, gut. Ja, Krabbenküste gibt es ja auch Krabbenburger. Na gut. Augen offen halten. Was ist denn das hier? Du gefällst mir schon mal nicht. Auch wenn du ein ruhiger bist, der nicht wegfliegt, aber dennoch. Ja, wozu jetzt? Da komme ich auch so rüber, keine Angst. Nein, 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 lass mich runter. Ach nee, okay. Ich dachte schon, der macht alles. Warte mal, ich guck erstmal. Achso, das war eine Shy Guy Dingsbums. Was war das hier? Nix. So, ja. Gut.
Achso, wir können das auch von oben bewerkstelligen, gut. Oder sollten wir? Und zwar einfach so. Und machen Abflug, Panzer! Geh baden! Geh baden, Panzer. Geh baden. Cooper ist vor dem Win, ich sag euch, Leute. Ach Mensch, so ein Level, hey. Dann reicht's aber auch mit diesen blöden Leveln. Ich mag die irgendwie nicht so. Ich meine, die sind feucht fröhlich, aber so schlammmäßig und so. Ach, dammit. Ah, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, welche Plattform wir denn erschaffen wollen und welche nicht. Und wann und wie und warum. Gucken wir erstmal ganz unten. Haben da alles abgesandt, was es gibt. Guck mal, hier ist eine Kiste, ja. Cooper, guck doch mal, da ist eine Kiste. Die bräuchten wir. Tust du uns den Gefallen freundlicherweise? Duff, 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 duff. Beeil dich ein bisschen, ja. So, Kiste runter. Und natürlich in Sicherheit bringen, ist doch ganz klar. Anders geht es ja nicht. Und Schlüssel. Genau so war das. Damals, als wir noch alle jung waren. Ja, das können wir, glaube ich, erschaffen hier. Upsi. I'm falling down. Ja, das war richtig. Jetzt, we have to take a look. Will ich noch nicht lang. Ich würde eher nach oben gehen, bitte. Stellt sich die Frage, wie? Wie ging das? Da war irgendwo so ein Riesending. Ach, das da unten. Shit. Und ich sag nur, das war richtig. Verdammt! Hauruck! Gut. Mal sehen, welche Herausforderung uns hier erwartet. Goldregen, das ist gut, das kann ich. Ein tolles Item, wahrscheinlich wieder irgend so ein Kürbis, was nicht mehr ist. Na gut. Aber die Herausforderung nehme ich an. Es geht mir wie auf der Kirmes so, also irgendwo, wenn es irgendwelche Spiele gibt auf der Messe oder Heinerfest oder was auch immer, was hier in Darmstadt gibt, da spiele ich Sachen, aber der Gewinn ist mir eigentlich sowas von Wurst. Es geht mir nur um den Spielspaß. Meistens spiele ich irgendwas und wenn ich dann gewonnen habe, muss ich mal gucken, was will ich eigentlich haben? Und ich weiß überhaupt nicht, was ich haben will. Da wird mir erst klar, warum ist eigentlich so viel Geld reingesteckt? Einfach nur, weil man gewinnen wollte. So, ich wollte nicht nochmal reingehen. Können wir das nicht auslassen irgendwie? So. Na, auf Start drücken geht nicht. Ach, man kann so oft spielen, wie man will. Kriegt man dann auch nochmal was, oder? Kriegt man dasselbe, oder kriegt man was anderes, oder? Ich meine, wäre doch ganz nice, wenn wir hier eine Lupe bekommen würden. Zumindest Sterne. Hey! Ich versuche mal, den zu zerstören. Müsste eigentlich gehen. Also hier müsste es nicht gehen, aber in der Regel schon. Ja, der hüpft mir zu viel rum. Oh, wen wundert's? Nochmal dasselbe, nämlich die vollen Eier. Gut. Jetzt aber gut hier. Zwischenbericht. Schäbig. Schäbig. Ja, wir können jetzt weitergehen, denke ich mal. Da war eigentlich nichts. Keine rote Münze und kein Kram. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, hier sind die Krabben zu Hause. Daran erinnere ich mich. Und ich erinnere mich daran, dass man dann irgendwie runterschwimmen konnte, wie wir es auch am Anfang schon gemacht haben. Wenn wir volle Eier haben, dann ist übrigens die Gefahr weg hier von diesen... Kaktus-spuckenden Blumen. Wer hat denn sowas erfunden? Die Schweizer! Wer genau? Die von Ricola.
So, ist jetzt aber. Komm her. Okay. Das ist recht sinnlos eigentlich. Wir gehen hier lang und dann gehen wir hier durch. Und ratet mal, wo rauskommen, wenn wir hier da reingehen. So, die Zeit neigt sich am Ende zu. Diesen Level werden wir lösen im nächsten Part und dann auch schon wieder locker flockig weitermachen. Also Leute, freut euch drauf. Bis dann und ciao.